Halbierungsinitiative kommt zustande. Eieieiei. Das heisst vielleicht bald nur noch halb so viel Cash fürs SRF. Aber halb so wild, wir haben die Qualität eh schon lange halbiert. Ich bin hier. Quotenrechte mit Charakterzug Büttelratte. Was ist ein Büttelratte? Das ist der Matteo. Er moderiert heute die Show und entscheidet, was nachher hier im Studio passiert. Geschrieben hat das Ganze aber nicht er, sondern die zwei Halbschuhe. Der Joso und der Phil. Keine Ahnung, ich rate immer einen Büttel. Und damit ein halbherziges Willkommen zu Studio 404 mit der letzten Studioshow vor der Sommerpause. So, Freunde, bevor wir zur Halbierungsinitiative kommen, es ist üblich bei mir in den Sendungen, es ist bis jetzt jedes Mal der Fall gewesen. Ich will, dass die Welt euch sieht, wie die Requisite vom SRF euch sieht. Okay, darum ein bisschen Fernsehmagic! Die Sätze fangen immer an mit «So, Freunde», und nachher machst du etwas, was Freunde nicht machen. Schau mal, wie gut er aussieht, Alter. Schau mal den Drip an. So, wir kommen. So, Halbierungsinitiative. Nur noch 200 Franken für C-Rave. Gar kein Problem. Halbiert ist nämlich schnell. SRF Arena wird zu SRF Arrrr. SRF Kassensturz wird zu SRF Sturz. SRF Best Talent heisst neu SRF Durchschnitt. Mona mittendrin heisst Mona drin. Ach, wie ist der gefällt dir? Das ist einer Mona für dich. Mona drin, Alter. Hä? Wir sind daneben. SRF Sport zeigt ab der EM 2024 nur noch die erste Halbzeit. Das ist sehr gut für unsere Nazi. Gibt es nämlich keine Sporte Gegengol mehr. Hä? Und bei uns sieht es bald so aus. Ist doch viel schöner so. Videos von Studio 202 gibt es dann übrigens nicht mehr auf YouTube, sondern auf OnlyFans. Irgendwo müssen wir dann das fehlende C-Rave-Geld reinholen. Mit dem Rabattcode SEXYMATEO69 gibt es Kombi-Package mit den Wendlers zum halben Preis. Boy, oh boy. Sind wir dabei, hä? Ich würde es mir holen. Alter, so tönt der Televüri. Meine Damen und Herren, Gentlemen. Jawohl, das ist es. Sehr gut. Wir befinden uns auf dem inhaltlichen Sturzflug. Wir bitten Sie, sich anzuschnallen und kommen Sie mit. Und jetzt geht's los. Los, nein, das ist ein anderer. Okay. Los, 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 los. Los und einsteigen. Nochmal. So, weiter geht's. Schnauze jetzt, ihr zwei. Ihr kommt aus zwei verschiedenen Epochen. Ihr solltet euch nicht mal miteinander unterhalten. Du ja auch nicht mit uns. So, weiter geht's. Mit einem Skandal in meinem Ex-Lieblingsladen. Im Coop dürfen Frauen im Verkauf keine Kopftücher mehr tragen. What? Weil eine Frau mit Kopftuch nicht mehr der Kasse hätte arbeiten dürfen, hat sie gekündigt. Coop hat mit einer Stellungnahme reagiert. Wenn Mitarbeiter nicht darauf bestehen, ein Kopftuch zu tragen, suchen wir gemeinsam nach Lösungen. Erlaubt sie Kopftücher unter anderem in den Bereichen Administration, Produktion und Logistik. Das Gute ist, bei uns in Zeven, Arbeitswil und Reigoldswil kommt das Problem nicht auf, weil da gibt es keine Leute mit Kopftüchern, oder? Da gibt es Krise, Traktor und einen Schwingenden. Du kannst die Kopftuch in diesem Fall anhaben, einfach bitte nicht dort, wo es jemand sieht. Danke! Coop hat auch schon ihren Slogan updated. Coop für mich und dich, aber nicht für dich mit dem Kopftuch. Logisch, dass sich die Frau vor der Coop... Nein. Ich glaube, der Matteo hasst schon Wortspiel, oder? Das ist nicht so sein Humor. Darum kann er ja jetzt ganz viel machen. Und ganz viel Schlechte vor allem. Nein, abgelehnt. Doch. Direkt ins Gefängnis. Wow. Es kommen noch ganz viele. Ah, logisch, dass sich die Frau von der Coop gestossen fühlt. Ist ja wirklich gerade nicht so kooperativ vom Discounter. Und was ist mit Coop-Tücher von den Kunden? Wie bei dir erlaubt? Ich glaube, der Filialleiter war nur eifersüchtig, weil die Frau für ihren Drip zu viel Kompliment bekommen hat. Coop, verdammt mich noch einmal. Mir persönlich ist es ja egal, ob die Kassiererin ein Kopftuch anhat oder nicht. Hauptsache, sie schaut mir nicht in meinen Rucksack. Das letzte Mal, wo das passiert ist, sind nämlich die Coops gekommen. All Coops are Bastards. Kennt ihr euch mal wieder, aber wirklich? Was habt ihr euch? Zwei doppelte Espressos rausgelassen und den Kopf gegen die Wand gehauen und dann Füllfedern vorgenommen? Wie genau? Für was haben wir ein Writers-Team? Wir haben eine richtig gute Zeit. Nein, gehabt, jetzt bevor ich will, dass ihr jetzt hier den fucking Writers-Room einblendet, wo das entstanden ist. Das ist ja wirklich. Wir kommen zu einem kleinen Unterbruch von der Sendung. Wir fangen an mit dem Philipp. Du hörst jetzt sehr laut Musik. Ja. Ich sage hier ein Wort oder einen Satz. Du musst meine Lippen lesen und sagen, was du hörst. Jetzt ist die Frage, hörst du mich noch? Ich höre es, Bro. Er hört mich nicht. Du hörst mich sicher nicht. Das ist ein geiler Song. Kreisel-Linksblinker. Lässige Spritze.
Kreisel links blinken. Ein Stickpick. Kreisel links blinken. Eisspitz. Eis. Kreisel links blinken. Next. Nochmal. Ah, no, next. Seidenfeine Saunagang. Zu viel Sau hat es gehabt. Seidenfeine. Es hat viel zu viel Saunas gehabt. In China. Das ist gut, das ist fertig. Sehr viel Sauen gehabt. Ja, sehr viel Sauen gehabt. Das ist gut. Wunderbar. Machen wir weiter. Mehr Scheiß von der Woche gibt es jetzt für euch im Recrap. Kannst du einmal mal sagen? Nein. Hopp der Besen, willkommen zum Recrap. Immer mehr Menschen konsumieren Drogen, irgendwie mussten die ganze Scheiße, die läuft, ja schön ballern. Ein neues Ranking zeigt die 5 reichsten Schweizer. Surprise, surprise, sind 5 Männer und einer davon ist der Martullo. Ein Klimakleber ist auf Mexiko geflogen, 6 Tonnen CO2 für Cancun retour. Also wenn du schon so arschlich bist, verkleid dich wenigstens, kennst du Perücken, du Double. In Kalifornien haben sie den hässlichsten Hund der Welt gehört. Cool, jetzt hat er sich auch endlich mal einen Titel, der zu einem passt. Tabakprävention brüllt umeinander, weil Winston am Greenfield mit Stripperinnen wirbt. Lohnt dich doch, das ist das einzige Mal, wo die Männer am Greenfield Brüste in Real Life sehen. Also chillen und nehmen den Ziggy. Der Jael und Zicki revolutionieren den Jobmarkt und machen es noch einfacher, von der Lohnarbeit gefickt zu werden. Und in Amerika hat es einen Flughafenmitarbeiter in die Turbine hineingesogen. Jetzt sind zum Airport all traurig, vor allem das Putzpersonal. Der Gabirano hat 9 Monate lang nur rohes Gemüse und Früchte gefressen und wäre fast draufgegangen. Also zuerst Rüebli von oben anschauen und dann von unten. Uiuiui, der Roger ist wieder mal ein Schande für die Schweiz und verliert im Tennis gegen Frau die Pfeife. Ah oh Mann, ich hol mir jetzt ein Bier. Gute Arbeit, danke. Weniger gute Arbeit hätte die Deutsche Bahn geleistet. Wer kennt's nicht? Deutsche Bahn. Jedes Mal ein Extremerlebnis. He? Es geht ewig, niemand findet es lustig und am Schluss gibt es einen Shitstorm auf Twitter. Aber genug von meiner Comedy, zurück zu der Deutschen Bahn. Was ist genau passiert? Der ICE von Berlin auf Zürich ist mitten auf einer Brücke stehen geblieben, die Klimaanlage ist ausgefallen und Leute sind kollabiert. Der Zug heisst Eis. Wie kann dort die Klimaanlage ausfallen? Zur Hilfe sind Armeesoldaten und ein Evakuierungszug gekommen. Der hat aber leider zu wenig Platz für alle Passagiere. Man hätte ein paar müssen zurücklassen. Das kennt man von der Titanic. Ihr seid shameless, Alter. Wenn wir schon beim Reisethema sind, Influencerin Sarina Schroff ist in Valencia gestrandet. Oh no! Ich bin gerade in einem Hotel. Weil mein Flug nach Lissabon von Valencia last minute cancelled wurde. Ich war schon seit dem 11. Uhr morgen am Flughafen, weil mein Flug am 11. Uhr morgen ist. Jetzt hocke ich literally in einem Hotel mit einer anderen Frau, die ich nicht kenne. Und muss hier mit ihr schlafen. Oh mein Gott! What the fuck just happened? Jetzt ist ihre ganze Weekend-Trip literally destroyed worden. Wie soll sie nachher noch den Connecting Flight von Lissabon auf Bali reachen? Der Rant gegen EasyJet hat 180'000 Views auf TikTok. Und? Gibt es ein bisschen Hate? Was nicht ganz fair ist, weil die Frau hat es literally schwer. Wir haben exklusives Material von dieser Frau, wo sie musste ihr Hotelzimmer damit teilen. Und ich habe einen Flug morgen um 12 Uhr. Aber sie haben mich literally in ein Hotelzimmer mit einer anderen Person. Die können von mir klauen, die können alles von mir machen. What the hell? Meine ganzen Hotels, die ich in Lissabon gebucht habe, kann ich nicht mehr jetzt, also ich kann nicht mehr reingehen, weil du musst halt an dem Tag arriven, wo du gebucht hast. Und jetzt muss ich so eine Fee zahlen und bin stuck in Valencia mit einer Person, die ich nicht kenne. Nicht doch dann einfach an, chill jetzt mal, hock dich, wir trinken zusammen so, ein Bier. Da schläft sie, da schlaf ich. Was soll das? Jetzt tu doch nicht so, du kannst auch deine Seite haben, mir ist das aber gleich. Und eine Bestätigung für meinen Flug morgen habe ich auch noch nicht. Das hast du alles erklärt, morgen kommt ein Mail und dann bekommst du alle Informationen. Habt ihr doch nicht so, ehrlich. First World Problems. Genau, die Frau, mit der ich das Zimmer teile, die ist so hart besoffen, dass sie sich nicht mehr spürt. Sie ist jetzt gerade rausgegangen, hat Bio mitgenommen und Ziggis und ich hocke da und hoffe, dass ich einfach schlafen kann. Ja, dann schlaf mal gut. Mein Tipp, nächstes Mal nicht fliegen. Nimm auf die Deutsche Bahn, Sarina Schroff. Zum Schluss noch das. Der Elon Musk will einen Cagefight gegen den Mark Zuckerberg machen. Und das nur, weil er ihn auf Facebook nicht zurück angestupst hat. Weil er derer, die um ihr Leben kämpfen und um Luft ringen, scheint gerade ein bisschen im Trend zu sein. He? Das ist gut. Musk gegen Zuckerberg. Der Favorit ist klar, der Zuckerberg macht ja schon seit Jahren Kampfsport. Der Musk kämpft höchstens gegen Sonnenbrand. Und Linky. Und Twitter-User. Also genau wie ich. Ich sage mal so, wenn ihr euch wirklich messen wollt, dann kämpft gegen mich. Ich habe da geile Gürtel im
habe gerne Gürtel im Judo. Mittlerweile mache ich auch Brazilian Jiu-Jitsu. Das ist wie Judo, aber mit Massageöl. Das ist noch ein Wort. Und bevor wir in die Staffelpause gehen, gebe ich euch noch den Wappenweg. Es ist bedeckt. So, jetzt ist nicht bedeckt. Für was schaffst du eigentlich? Das war die letzte Show vor der Sommerpause. Ich schmier mich jetzt schon mal ein mit Schutzfaktor 9000, montiere meine Schnellfickerhose und gehe in die Party rumschauen. Gebt euch am Sonntag noch unser letztes Video, eine neue True Crime Folge. Und dann sind wir Mitte August wieder zurück. Gebt ein Like, wenn ihr dann auch wieder am Start seid. Und für den Schluss. Ich sage jetzt ein Wort für den Abschied, du musst es noch sagen, okay? Ah oh nein, es ist fix etwas Dummes, Mann. Schüsseldorf. Schütze. Mach, red! Schüsseldorf. Küss den Kopf. Schüsseldorf. Ja, nö, mach, das bringen wir nicht mit der Zunge, Mann. Aha, ich hab Schüssel, Schüsseldorf. Das war's gesehen. Wir sehen uns im August wieder. Ich gehe jetzt ein paar Ungläubige ans Kreuz nageln. So, tüdelü. Und bis bald, Rian. Ferien. Kann man es Ferien nicht singen? Ferien. Also damit den Ungläubigen ans Kreuz nageln, bitte denen, oder? In der Ferien. Bald kommen wir in die Ferien. Und dann fliegen die mit mir. Haben wir das nie gesungen in der Schule früher, das Ferienlied?